Hallo, heute stelle ich euch die App Sports Life vor. Ist ausschließlich mit Tablets kompatibel und kann kostenlos heruntergeladen werden. Sports Life ist eine App von Intersport, einer Sportfirma aus Deutschland, die eben zahlreiche Geschäfte in Deutschland hat, wo sich eben alles ums Thema Sport geht. Das Ganze ist sowohl ein interaktiver Katalog als auch ein mehr oder weniger Magazin, das über aktuelle Ereignisse informiert. Wir sehen jetzt hier die Übersicht in unserer Bibliothek. Gibt verschiedene Kataloge, sage ich mal. Wir haben beispielsweise Fußball 2012, Handball, Sommer, Bike Spezial und haben hier eben eine ganze Auswahl. Man sieht schon, da wo Archiv drunter steht, die habe ich mir bereits heruntergeladen und da wo Download drunter steht, kann ich mir noch kostenlos herunterladen. Ist je nach Magazin unterschiedlich groß. Ich sage mal zwischen 50 und 200 Megabyte. Habe ich dann ein Magazin heruntergeladen, kann ich es mit einem ganz einfachen Tipp darauf öffnen. Dauert dann einen kleinen Moment und das Magazin wird geladen. Wir können jetzt ganz klassisch hier hindurch navigieren. Was wirklich positiv zu erwähnen ist, man hat hier eine sehr intuitive Hilfe für Leute, die vielleicht mit Tablets noch nicht so bewandt sind. Diese lässt sich hier oben aufrufen, ganz einfach über Help. Und mir wird dann ganz einfach erklärt, wie ich das Ganze bedienen kann. Kann also ganz einfach durch die Wischgesten nach rechts und nach links hindurchwischen und mir so die einzelnen Artikel anschauen. Interessiert mich beispielsweise ein Bild näher, kann ich hinauftippen und es wird mir vergrößert angezeigt. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist beispielsweise hier dieser Schuh, der von Adidas vorgestellt wird. Man hat hier einen Artikel bzw. einen kurzen Infotext und hat dann hier über die Plus-Funktion bzw. über die Play-Tasten verschiedene Funktionen. Ich kann zum Beispiel einfach hinauftippen und bekomme dann nähere Infos, was an dem Schuh besonders ist. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Display klicke, werde ich auf einen YouTube-Link weitergeleitet und kann ihn dann in der App selber abspielen und kann je nach Thema mir dann so nähere Infos zu einzelnen Produkten oder einzelnen Sachen einholen. Das ist also wirklich sehr, sehr schön und intuitiv gemacht. Die Steuerung klappt auch wirklich gut. Manche Artikel bilden hier nur eine Seite, wie es hier, aber es gibt dann auch oft die Möglichkeit, dass man nach oben und unten streicht, um eben weitere Infos zu bekommen. Das ist dann auch immer gut gekennzeichnet, wie hier beispielsweise durch diesen Pfeil. Kann dann hier schön durchnavigieren und mich einlesen. Das ist jetzt beispielsweise der Fußball Magazin, das aktuelle von 2012. Wenn ich etwas länger hinauftippe, habe ich die Möglichkeit, mir hier unten eine Übersicht anzuzeigen zu lassen von den einzelnen Artikeln. Kann dann hier schnell hindurch navigieren, wenn ich zu einem Artikel springen will. Hab aber ebenfalls die Möglichkeit, hier oben hinauf zu tippen, bekomme dann hier ein Inhalt, das Editorial, und kann mir dann auch hier jeweils über die Plus-Funktion direkt zu dem jeweiligen Punkt springen. Würde sagen, dann gehen wir jetzt auch mal noch in ein anderes Magazin, tippen auf die Library und wählen einfach das Bike Spezial aus. Tippen hinauf und es öffnet auch wieder. Hier beispielsweise dreht sich jetzt alles eben um Bikes, kann auch hier wieder ganz klassisch hindurch navigieren. Hab diverse Artikel und Produkte, die mir vorgestellt werden. Hier beispielsweise dann auch gleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung verbunden. Kann mir über die Plus-Taste hier mit einem einfachen Tipp nähere Infos holen, beziehungsweise in diesem Fall ein vergrößertes Bild. Tippe ich einfach wieder neben das Bild, wird das Ganze verkleinert. Hab hier jetzt wirklich zahlreiche Produkte vorgestellt, die sich eben rund ums Thema Biken drehen. Von Rucksäcken über Handschuhe bis hin zu Brillen. Hab dann auch hier mal kurze Artikel, die wirklich schön gemacht sind. Hier streiche ich nach unten, kann mir den Text durchlesen und habe auch hier beispielsweise wieder die Möglichkeit, über die Plus-Funktion mir ein vergrößertes Bild anzeigen zu lassen. Finde ich persönlich eine wirklich sehr gut gemachte App, beziehungsweise auch intuitiv. Ich habe zum einen natürlich den Hintergrund, dass der Anbieter seine Produkte vermarkten will, beziehungsweise vorstellen will, aber habe auch beispielsweise oft interessante Texte oder Interviews mit einzelnen Sportlern, bekomme Infos, wie Schuhe produziert werden, was an Schuhen beispielsweise jetzt beim Fußball besonders ist, habe hier zu anderen Produkten schöne Infos, kann mir immer vergrößerte Bilder anzeigen lassen, bekomme die UVP bereits angezeigt, kann hier wirklich richtig schön nach unten scrollen, ist wirklich richtig nett gemacht hier mit den Blumen und den kleinen Bienen. Interessiert mich dann wieder ein Produkt, dann kann ich wieder einfach auf das Plus tippen und kann mich eben so durch die einzelnen Kategorien hindurch navigieren. Für jeden sollte was dabei sein, da doch wirklich, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen in die Library, das Ganze in Kategorien unterteilt ist, also seien es Sprinter, Snowboarder oder wer auch immer, ist für jeden was dabei. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt in einem Artikel drin bin und ich möchte den teilen, tippe ich hier oben einfach auf Share und habe dann die Möglichkeit, über diverse Dienste das Ganze an Freunde, Bekannte oder wen auch immer weiterzuleiten. Alles in allem wirklich eine sehr gut gemachte App, die, wie ich finde, ein Vorbild für andere
in dem Segment oder allgemein im Shopping-Segment sein sollte, von mir wirklich eine ganz klare Empfehlung, einfach mal herunterladen und ausprobieren. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.